So sieht's aus hier. Schmierker oder Nähe Schmierker. Sächsische Schweiz. Nicht wundern wegen der komischen Nebengeräusche. Hier ist einiges los. Hätte ich nicht gedacht. Puh, der ganze Zug war voll. Ja, zieht die Leute raus in die Natur. Oh, mal gucken, ob das so funktioniert. Ah, hallo. Jetzt habe ich hinter mir noch einen riesen Weg zu laufen. Das ist echt anstrengend. Wir sehen uns, wenn wir oben sind. Tschüss. Hallo. Ja, so, nicht wundern, dass das da oben so komisch aussieht. Das ist Nebel und es ist gleichzeitig kalt und dann friert das so ein bisschen wieder an anscheinend. Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber nicht erschrecken. Wie man sieht, sieht man nicht viel. Da geht's einfach nur abwärts. Also, ich bin nicht ganz in der Nähe. Keine Sorge. Oder bin ich's doch? Ach nee, noch ein bisschen Abstand ist noch da. Also ist schön hier. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie tief das da runter geht, aber ich glaube, wenn man da runter, sagen wir so, irgendwo, man sieht es da im Video gerade gar nicht, irgendwo da hinten sich ganz, ganz schwach die Spitze einer großen Tanne. Aber die ist halt auch irgendwo, doch da, da, irgendwie so. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Video ankommt. Hier oben ist der Empfang so ein bisschen blöd. Schon lustig hier oben, oder? Ich meine, hier ist nur nichts. So ein paar Bäume, ansonsten Nebel, Berggipfel, nichts. Einfach nichts, Mann. Und guck mal, weit sehen kann man auch nicht. Also wenn ich da im Wald spazieren bin, ist das schon ziemlich, nicht dunkel, aber doch sehr neblig. Oh, ist schön. So, meine lieben Showkandidaten, ich glaube, wir haben den Domecker erreicht. Zumindest laut meiner Karte soll das der hier sein. Mal gucken, ob wir da vorsichtig näher kommen. Schöner am Nebel ist auch, wie die ganzen Sachen wunderschön. Wunderschön mit Wassertropfen bedeckt sind. Gehen wir mal einen anderen Weg, damit wir die nicht runterhauen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Fotografen, die das auf Bild haben wollen. Oha. Schön. Oha. Ja. Das ist der Domecker. Das nenne ich eine. Das ist eine sehr schöne Landschaft. Man sieht einfach nichts. Man weiß nicht, wo es hingeht. Hier wollte ich hin. Eigentlich wollte ich auch eine andere Route nehmen. Aber irgendwie hat das mit der Karte nicht ganz so hingehauen. Deswegen, aber man ist am Ende doch hier gelandet. Ja, jetzt werde ich mir mal hier kurz gemütlich machen und dann auch wieder die Rückreise antreten. Guck mal, was sich hier alles für Fotos machen lassen. 1A, wunderbare Gegend. Und es ist einfach nichts. Es ist einfach nichts. Man hat keine Ahnung, wo man ist. Gut, bis dann. Ich glaube, ich habe den ultimativen Absturz gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man das so raufkriegt. Da. Das ist ein Abstieg. Also hier, da, so. Ein paar Meter noch. Es geht richtig. Man sieht nicht mal mehr. Man sieht nicht mal Bäume. Kein Tal, nichts. Das ist einfach nichts. Man weiß nicht mal, wo man hinfallen würde. Also,
Hut ab. Also, das ist echt eine tolle Gegend hier. Gefällt mir. Also, hier komme ich definitiv nochmal hin. Und ich würde jeden anraten, hier auch nochmal hinzukommen. Oh, jetzt nochmal der ultimative Abstieg mit der anderen Kamera. Huch. Autofokus. Autofokus hat Schwierigkeiten. Schön, oder? Also ich traue mich nicht wirklich weiter ran. Oh, doch, da unten sieht man. Ach ja, da ist so ein Hang. So ein Stück Fels, wo da noch was drauf wächst. Oh mein Gott. Schön hier. Schön, schön, schön. Der Wald immer noch in Nebel gehüllt. Tolle Landschaft. Da drüben ist gerade mein Equipment. Die eine Spitze da. Ich glaube, da oben irgendwo. Der Fokus funktioniert mal wieder nicht. Da oben irgendwo ist, glaube ich, auch so ein Buch. Also so ein, na, Gipfelbuch. Ich glaube, die hießen Gipfelbuch, die Dinger. Aber von hier sieht man es jetzt gerade nicht. Bloß da frage ich mich wirklich, wie kommt man da oben ran? Also das ist schon, das glaube ich dann schon für die richtig guten, für die richtig, richtig guten Kletterer. Ja, ach so, und hier ist noch so ein Spalt. Sieht erstmal nicht tief aus, aber wenn man da abrutscht, dann geht es auch abwärts. Also nicht zu empfehlen, wer irgendwie noch an seinem Leben hängen sollte. Und für jemanden, der das nicht tun sollte, dafür gibt es Hotlines. Gut, bis dann. Tschüss. Wollte noch mal erwähnen, ich weiß immer nicht, wie das auf YouTube dann aussieht mit der Auflösung. Weil immer, wenn ich mit der Frontkamera aufnehme, also ich nehme die ganze Zeit immer mit Handy auf, Videos größtenteils, die ist in 720p, die rückseitige Kamera in 4K, also zumindest tut sie so, als wenn es 4K wäre. Moment, mal gucken, ob ich mal eben drehen kann. Ich hoffe, man sieht mich noch. Ja. Von daher wollte ich jetzt mal probieren, ob man jetzt zukünftig dann öfter mal einfach so jetzt das Gerät umdreht und dann mit der Kamera da aufnimmt oder mit den zwei Dual-Kameras aufnimmt. Ja, mal gucken. Vielleicht macht sich das ja ganz gut und funktioniert dennoch. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr, weil das Ding gehalten ist echt schwierig. Ich nutze keine Selfie-Sticks, deswegen ist halt nur überwiegend ein Test. Gut, bis dann. Tja, was soll ich sagen? Laut Karte sollte es hier zwar schon irgendwo runtergehen, also es geht hier überall runter, aber nicht gerade auf die angenehmste Art und Weise. Ja, und jetzt bin ich so ein bisschen, mal gucken, ein bisschen verloren. Und das GPS spinnt total, also zumindest wenn ich auf GPS gucke und auf die Karte, dann mal hier, mal da, mal hier. Irgendwie geht das nun halt auch nicht mehr. Also jetzt verstehe ich, warum die Leute immer alle eine normale Karte mitnehmen, aber bringt im Endeffekt mir jetzt auch gerade nicht viel mehr, weil normales Kartenmaterial habe ich ja eh drauf, ohne irgendwelche Verbindungen und ohne dass GPS funktioniert. Von daher, mal gucken, ob das jetzt hier irgendwie noch was wird oder nicht. Noch ist es hell. Noch laufen auch irgendwie hin und wieder ein paar Leute rum, spazieren, aber ich wollte eigentlich noch irgendwie vor Dunkelheitsanbruch hier wieder raus sein aus dem Ding. Ja. Vielleicht auch nicht. Es ist echt schön hier, aber nee, in der Dunkelheit möchte ich hier doch nicht sein. Gut. Dann sehen wir uns später wieder.
So, der Karte nach bin ich wieder auf Kurs. Musste noch mal ein paar hundert Meter zurück. Aber jo. Jetzt durfte ich wieder auf Kurs sein und muss jetzt noch den Weg hinter mir, glaube ich, runter, wenn ich, zumindest wenn ich jetzt der Karte vertrauen kann, muss jetzt noch den Weg hinter mir runter und dann sollte ich irgendwann in der Ortschaft Schmiecke wieder ankommen, ab in die Fähre, mal schauen. Ansonsten verirre ich mich nochmal und es wird spaßig. Langsam wird es doch ein bisschen dunkel und der Nebel verdichtet sich auch immer weiter. Vielleicht sieht man das sogar. Also es wird schon durchaus immer dichter. Gut. Dann bis demnächst. Ach, Hallöchen nochmal. Ich bin immer noch hier an der Stelle. Aber ich muss gerade so einen inneren Drang nachgehen. Oh, schön. Ich muss unbedingt mal hier hin. Gucken, wie man da hinkommt. Ey, ist schön glatt. Okay, das ist echt. Das ist schon gruselig. Besonders und gruselig. Sieht aus wie tote Bäume und da unten sieht es aus, als wenn irgendwie Wasser langläuft. Ich habe echt Angst, dass ich mein Handy verliere. Und wie man hört, Touristen, überall Touristen und Touristen, nicht das andere Wort. Gut. Ich muss dann echt aufpassen. Also, ich war ja erst in der Tschechei. Also, was heißt erst? Letztes Jahr. Und da war der ganze Kram meistens immer abgesichert. Jetzt bin ich so überrascht, dass das hier in Deutschland halt tatsächlich hier in Deutschland irgendwie anders ist. Aber es gab unten auch eine Warnung. Aber ich hoffe, die komischen Leute, die da die ganze Zeit so rumsingen, nerven nicht zu sehr. Die sind doch ziemlich, ziemlich laut. Jo, bis dann. So, jetzt bin ich wieder unten. Das war echt anstrengend. Also teilweise war das auch nicht mal ungefährlich, weil teilweise gab es da Stellen, wo das quasi nur so ein Spalt breit war. Und da hatte man da so eine Stange zum Anfassen, wo eigentlich die Haken halt reinkommen. Und auch da, wie immer, man hat nicht gesehen, wie tief das runtergeht. Ich wollte eigentlich ein Film, oder was heißt ein Film? Ich wollte zumindest ein Foto von machen, wie wenig Platz man da hatte, quasi, bis es abwärts geht, aber das hatte ich dann doch irgendwie nicht getraut. Das war mir dann tatsächlich zu kritisch. Also, ich habe auch schon überlegt, ob ich da überhaupt lang gehe, ob ich jetzt nochmal fast eine Stunde Umweg in Kauf nehme. Aber wie man sieht, ich bin nicht gestürzt. Okay, bis dann.
Oh, mal ein Eindruck, wie das in der Nähe der Ortschaft Schmierka aussieht. Ich hatte anfangs das Video so irgendwie fälschlicherweise gesagt, so sieht es in Schmierka aus, obwohl Schmierka erst da vorne landet. Da. Ja. Also man ahnt noch nicht viel von hier aus, was einen alles Schönes erwartet, sobald man in höhere Gefilde kommt. Und ich habe festgestellt, dass ich meinen Zug verpasst habe. Kann ich eine Stunde warten, bin ich erst irgendwann gegen 21, 22 Uhr wieder in der Heimat. Das wird ein Spaß. Gut, bis dann. Tschüss.